Moin Moin zu einer weiteren Folge von Biergarten jetzt. Heute geht's bei uns ums Ausgeizen, was du beachten solltest, warum man es macht oder besser lassen sollte. Erzählen wir dir jetzt in diesem Video. Also bleib dran. Ausgeizen, das hast du vielleicht schon mal gehört und man macht es gerne bei Tomaten, manchmal auch bei Wein. Was ist das überhaupt? Ausgeizen, das macht man bei den sogenannten Geiztrieben. Geiztriebe sind Triebe an der Pflanze. Hier haben wir zum Beispiel eine Tomate, die sehr gut aussieht. An den großen Seitentrieben entstehen. Hier habe ich so einen Seitentrieb und ich zeige dir mal, wie das Ganze im Nahen aussieht. Und hier siehst du so einen kleinen Trieb. Ich blende dir auch nochmal einen etwas größeren Geiztrieb am Stamm ein. Das ist ein Trieb, der bildet sich am Ausschlag des Seitentriebes. Der Seitentrieb, der wächst schön kräftig raus und dann kommt ein zusätzlicher Geiztrieb. In den 50er, 60er Jahren ist dieser Name Geiztrieb entstanden, weil man da noch davon ausgegangen ist, dass dieser Geiztrieb der Tomate Nährstoffe weggeizt und die Früchte nicht kräftiger werden, das Fruchtwachstum eingeschränkt wird. Das ist aber nur bedingt richtig und wurde dann in den 60er Jahren schon von Wissenschaftlern widerlegt. Ja, die Menschen haben halt gedacht, oder auch viele noch, dass das das Wachstum fördert, auch für die Tomaten an sich. Genau. Es ist gar nicht so schlimm. Deine Tomate wird buschiger, wenn du sie nicht ausgeizt. Außerdem bekommst du natürlich mehr Blüten und auch mehr Früchte. Und es ist logisch, dass wenn die Fruchtzahl zunimmt, dass die Tomate dann ihre gesamte Energie in viel mehr Früchte reinstecken muss und die Früchte kleiner werden. Wir lesen oft, dass die Früchte dann auch schlechter schmecken. Wir haben im letzten Jahr von einer Tomate geerntet, einer Marinda. Die war so groß. Die hat wirklich ganz, ganz kleine Marinda-Früchtchen bekommen. Das sah fast schon so aus wie so eine Cherry-Tomate. Etwas größer waren sie. Ja. War die leckerste Tomate, die wir gegessen haben bis jetzt. Genau. Es geht jetzt nicht um die Supermarkt-Tomate Adora, sondern wirklich eine schöne... Eine richtig schöne Tomate von einem Gartenzüchter hier in der Nähe. Warum geizt man aus? Man geizt zum einen aus, weil durch das buschigere Wachstum ist die Tomate natürlich schwieriger zu stützen. Sie wächst nicht mehr nur so schön in die Höhe, so dass man sie hochziehen kann, sondern sie wird zu den Seiten auch schwerer. Und dann kann es natürlich schnell passieren, dass da Triebe abbrechen. Das heißt also, wenn ihr merkt, ich kann die Seitentriebe nicht mehr so gut stützen von meiner Tomate, das ist mir nicht mehr möglich. Und wenn da dann nachher noch irgendwie mehr dran hängt, dann bricht das ab. Dann solltet ihr auf jeden Fall ans Ausgeizen denken. Weiterhin solltet ihr wissen, dass bei den meisten Pflanzen die Geiztriebe nicht fruchtbar sind. Da bilden sich also keine zusätzlichen Früchte. Die Geiztriebe bringen aber natürlich Energie mit. Da sind auch Blätter dran, die photosynthetisieren auch und stellen der Pflanze dann Energie zur Verfügung, die dann vermehrt in die großen Seitentriebe reingelagert wird und dort natürlich für stärkeres Wachstum sorgt. Wie geizt man nun aus? Ja, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Genau, wir haben hier an der Pflanze, man sollte relativ junge Triebe schon früh ausgeizen, wenn man sich sicher ist, dass man da ausgeizen will. Ich zeige dir das mal hier, die werden dann einfach so abgeknipst mit den Fingern. Dann ist die Wunde an der Pflanze auch noch relativ klein, die dabei entsteht. Und es können keine Infektionen an der Pflanze auftreten oder es ist unwahrscheinlicher. Wenn ich jetzt so einen großen Geiztrieb, den blende ich dir mal ein, der wächst schon etwas, ganz unten an der Pflanze. Wenn ich den jetzt abbrechen würde, wäre die Stelle, die Wundstelle einfach viel größer und da könnten viel leichter Keime eindringen. Das dauert eine ganze Zeit lang, bis das verheilt ist. Ich breche diesen Geiztrieb nicht ab, weil die Pflanze anscheinend hier unten die unteren Blätter schon abwerfen möchte und der Geiztrieb sich dann weiterentwickelt. Das ist völlig normal, wenn die Blätter abwerfen, sofern wie ihr Blätter habt. Also die nimmt ja dann darüber die Energie auf und wie ihr sehen könnt, die haben ja dann genug Blätter. Und wenn die unten dann eingehen, kein Kopf machen. Wenn ihr Strauchtomaten anbaut, solltet ihr noch dazu wissen, ihr braucht die Geiztriebe hier überhaupt nicht zu entfernen. Denn bei Strauchtomaten gibt es eine Eigenständigkeit, da sind die Geiztriebe auch fruchtbar. Hier werden auch Blüten und Früchte gebildet. Ja, da will man halt auch die kleinen Tomaten haben und das Buschige ist dort sehr willkommen. Genau, ich zeige euch nochmal, wie ich hier ausgegeizt habe. Da ist so ein kleiner Trieb und der wird einfach abgeknipst. Jetzt könnte man natürlich sagen, Geiztriebe, okay, ja, die sind so am
Nebentrieb, die bilden sich dann da aus und so. Wie ist das denn überhaupt mit der Weinrebe, die ich hier jetzt die ganze Zeit im Video neben mir habe? Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Schoß, ne? Das sind Wasserschossen. Das sind keine Geiztriebe, das sind Wasserschossen. Und zwar bilden die sich, warum sind das keine Geiztriebe? Die bilden sich hier ja nicht an einer frischen grünen, an einem frischen grünen Trieb. Die bilden sich schon an einem einjährig, zweijährig verholzten Gewächs und schießen da neu raus. Da wächst die Pflanze und da kommen dann nachher auch Trauben, nachdem die Blüten gekommen sind. Die solltet ihr nicht entfernen. Wenn wir das jetzt hier machen würden, eine Weintriebe ausgeizen, nee, Wasserschossen sind es ja, dann würden wir viel weniger Ertrag haben. Und bei uns ist das sowieso ja ein großes Experiment mit der Weinrebe auf dem Balkon. Funktioniert wunderbar. Funktioniert wunderbar, weil wir hier sehr hohe Temperaturen im Norden haben, weil wir auf diesem Balkon sind und dieser Balkon sehr, sehr viel Wärme speichert. Wir haben hier aktuell in der Sonne fast 40 Grad. Echt? Wahnsinn. Knallenden Sonnenschein. Guter Tipp, einfach auf dem Balkon auch mal so ein Regal aufzubauen. Und dann macht auch mal euer Foliengewächshaus auf. Mache ich auch gleich. So viel zum Ausgeizen. Diese Tomate hat übrigens auch schon wunderbare Blüten, die sie jetzt langsam anfängt zu bilden. Da, da. Sieht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, da sind mehrere. Ich habe nur eine. Genau. Geil. Wenn ihr noch Fragen zum Ausgeizen habt, ist geil. Ihr seht, ihr müsst es nicht. Ihr solltet es aber tun, wenn die Pflanze kurz davor ist, abzubrechen. Dann ist es wahrscheinlich schon zu spät mit dem Ausgeizen. Müsst ihr nicht, braucht ihr nicht. Macht es, wenn ihr ein schönes, gerades Höhenwachstum habt oder wenn ihr viele Pflanzen auf engstem Raum wirklich unterbringen wollt. Dann bringt es euch nicht, wenn diese buschig werden und sich gegenseitig die Blätter überdecken. Logisch, dann soll sie nach oben wachsen und so ihre Früchte bilden. Die Früchte werden größer, wenn weniger Früchte an der Pflanze gebildet werden. Das ist auch klar, weil den Früchten mehr Nährstoffe zur Verfügung stehen. Genau, und wenn die nachher zu buschig werden und die ihre Blätter sich gegenseitig berühren, dann signalisieren sie sich, oh, ich darf nicht mehr weiter wachsen. Und das heißt, sie werden auch nicht mehr länger. Genau. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Gefällt mir da. Und Abos, ein Abo. Ganz wichtig, ganz das motiviert viele Abos. Uns. Damit motiviert ihr uns übrigens richtig, richtig doll, hier weiterzumachen und jeden Tag, möglichst jeden Tag neue Videos zu drehen. Und wir sagen Dankeschön und ciao bei einer weiteren Folge von Wir Garten jetzt. Wir sehen uns. Bis bald.